Okay, seht, es ist Gott. Er hat den Ball. Oh, ich habe es geschafft. Gut gemacht, Scott. Ich wusste, dass du es kannst, wenn du es nur versuchen würdest. Gut so, Scott. Wir sind auf dem richtigen Weg. Amüsant, äußerst amüsant. Das gefällt mir. Der lacht uns glatt aus. Verzeiht, es scheint, als hätten wir euch ziemlich unterschätzt. Mission abgeschlossen. Soldaten von Y weggetreten. Portualin, warum? Hat meine Worte, Raimund Junior. Ihr habt unsere Macht nach wie vor nichts entgegenzustehen. Wir werden euch genug Zeit geben, uns zu trainieren und uns gestärkt erneut entgegenzutreten. Wir werden noch einmal gegeneinander spielen und diese Geschichte ein für alle Mal entscheiden. Was sagst du da? Was ist dein Plan? Momentane Teleportation. Yay! Und Hiroto. Oder Xavier. Nicht übel, Mark. Nicht übel. Ich mag dich. Wir konnten das Match nicht zu Ende bringen, aber Echelon ist unglaublich stark. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, wir müssen noch härter trainieren, um besser zu werden. Aber wir konnten die Closer Definity vor der Zerstörung bewahren. Das ist toll, Mark. Wir haben ja nicht wirklich verloren. Eigentlich schon, wenn man es bedenkt. Wow, ich hab's voll drauf, oder? Sie sind nur abgehauen, weil ich den einen Schuss abgeblockt habe, richtig? Die haben solche Angst vor mir. Yippie, ich bin der Beste. Ich habe die Aliens verjagt. Juhu! Immerhin einer, der sich freut. Gut gemacht, Scott. Er war echt schnell. Ich dachte kurz, ich würde doppelt sehen. Sieht so aus, als hätte sich das Geschwindigkeitstraining beim Putzen am Ende tatsächlich ganz anders halt. Was laberst du da? Ich wollte doch immer nur möglichst schnell mit dem Putzen fertig werden. Das ist doch kein Training. Naja, letztendlich hast du dadurch deine Geschwindigkeit aber durchaus stark verbessert. Mark wird mich also mitnehmen. Als Verteidiger könnte ich euch helfen, die Welt zu retten. Meinst du? Ich denke schon. Du kannst mit uns. Warte. Ich habe Dornwörtchen mitzureden. Scott hat seine Ausbildung immer noch nicht abgeschlossen. Nicht wahr, älterer Bruder? Genau, jüngerer Bruder. Er ist noch nicht bereit, mit guten Fußballern im selben Team zu spielen. Ihr beide hattet euch doch raus. Ihr seid doch nur neidisch, weil die Aliens euch so überrannt haben. Nein, Scott, hör bitte zu. Du hast den Schuss wirklich sehr gut abgeblockt. Welchen Schuss denn? Aber du überstürzt die Sache ein wenig. Auf deinem momentanen Stand wärst du eine Belastung für das Team. Warte kurz, Crane. Ja, Trainer? Mark, ich würde dich in der Funktion als Kapitän deiner Mannschaft gerne etwas fragen. Wirst du diesen Fußballadepten mit auf deine Reise nehmen und ihn in Form bringen? Du hast meine ausdrückliche Erlaubnis, ihn aufzutragen, was du willst. Seien es Putzdienste oder sonstige Arbeiten. Was zum... Aber Trainer, in meiner Funktion als Kapitän, ich glaube, Sie messen meine Position gerade ein wenig zu viel Bedeutung bei. Aber gut, Sie können sich darauf verlassen, dass ich mich gut für Scott kümmern werde. Ihr seid wahrscheinlich froh, dass ihr mich endlich los seid. Hier ist Scott, ein Abschiedsgeschenk von mir. Ein Küsschen auf die Wange. Was ist das? Es ist zu klebrig. Ein Cluster-Trikot. Auf den Rücken dieses Trikots ist noch keine Nummer. Ich leite das Raimund-Team und mache dich unterwegs nützlich. Hilf ihnen bei ihrer Mission. Wenn du zurückkehrst, werden wir dich im Cluster-Team aufnehmen, sofern du dich als würdig erwiesen hast. Trainer. Cluster-Gewand erhalten. Yeah-hey. Lebe wohl, Scott. Lebe wohl. Ich verschwinde jetzt einfach weg. Kra! Ruh! Eine Fallgrube? Hehehe, jetzt habe ich es dir heimgezahlt, du Tüppel. Banyan! Alles klar, auf geht's. Alles zurück zum Bus. Wer als letzter im Bus ist, ist ein faules Ei. Unfair! Hier sieht so aus, als würde eine interessante Zeit vor uns liegen. Stimmt's, Mark? Ich denke, so kann man das auch ausdrücken. So. Vergiss nicht, Mark, dass auch in dich eine verborgene Fähigkeiten schlummern. Möget ihr jederzeit sicher auf euren Reisen sein. Klar ist der Definity. Damit haben wir diesen Kapitel auch abgeschlossen. Charlie, es sieht so aus, als hättest du das Spiel gegen Raimund nicht zu Ende geführt. Das ist inakzeptabel. Also...
Hat es Spaß gemacht, gegen sie zu spielen? Irgendwie klingt die Stimme von dem hier richtig schwul, oder? Halt die Klappe! Ja, es wäre besser, wenn wir uns selbst um diese Angelegenheit kümmern würden. Verzeiht mir, falls ich eure Gefühle verletzt habe. Vergesst nicht, dass der Kampf zwischen uns drei noch nicht vorüber ist. Und was dich angeht, ich weiß noch nicht, wohin du immer verschwindest, aber merke dir eins. Du bist vielleicht einer der Lieblinge unseres Vaters, aber du wirst nicht mehr lange tun können, was du willst. Ich werde das nicht vergessen. Dvalin, überlass den Rest uns. Unser Vater hat bereits alle Vorbereitungen für die nächste Phase des Plans getroffen. Präfektur Ehime. Okay. What the fuck? Behalte dich, Sanford. Cool. Hat er uns schon wieder seine Handlanger auf uns gesetzt? Angesetzt? Geben die dann nie auf? Sie sind auf jeden Fall sehr wachsam. Das ist der Beweis. Er muss hier irgendwo in Ehime sein. Aber was tut er hier? Welches Ass hat er noch im Ärmel? Ich weiß es nicht, aber wir werden ihn schnappen, bevor er die Chance hat, irgendwas zu unternehmen. Da sind sie wieder. Genug geredet. Was zum... Hey, schnell! Das würden sie nicht wagen, oder etwa doch? Hierher, schnappt sie euch! Wow! Ray Dark taucht mit der Royal Academy Redux auf. Und er hat ein paar Überraschungen parat. Wie wird Sharp damit umgehen? Finde es heraus in Alte Widersacher, Hillman vs. Dark. Wir werden es Ray Dark zeigen! Okay. Ach, da ist er ja wieder. Endlich. Meine neue Festung ist endlich fertig. Schon bald wird jeder von der Royal Academy Redux gehört haben. Wo soll ich seine Stimme verändern? Die Vorbereitungen haben weniger Zeitanspruch angenommen, als wir geplant hatten. Wir haben hohe Erwartungen an Sie. Hoffentlich können Sie sie erfüllen. Ha! Was denkst du, wem du hier sprichst? Ach, wie ich sehe, haben Sie wohl immer noch keine Manieren. Wie rücksichtslos. Versuchen Sie erst gar nicht, die Person, die Sie gerettet hat, aufs Kreuz zu legen. Oder ich werde. Ich bin ein Mann, der zu seinem Wort steht. Und ich habe nur einen Traum. Raimon, Sie haben meine Pläne ruiniert. Meine Ambitionen. Sie haben mich gedemütigt. Sie werden das erste Opfer der Royal Academy Redux werden. Ach, Sie haben also... Oh nein, das ist ein bisschen weiblich. Mm. Nein, das passt auch nicht zu dem. Passt eher zu Way. Nenne nicht den dann. Sie haben also vor, Raimon zu besiegen? Er wird... Wenn sie es schaffen sollen, würde das meinen Meister auch sehr freuen. Sind Sie auch wirklich so ganz sicher, dass Sie Raimund besiegen können? Es sieht so aus, als hätten Sie eine kleine Siegesserie gegen ihre Team am Laufen. Hahaha, aber jetzt habe ich ein Ass im Ärmel. Stonewall! Ja. Hat er die gefangen oder was? Anscheinend schon. Sie haben gerufen. Lass mich los! Dark, was um alles in der Welt, führen Sie wieder in Schilde! Bringen Sie zum Schweigen! Wie Sie wünschen, Kommandant! Bams! Oh! Macht jetzt keine Zähne! Rumheulen wird euch sowieso nicht weiterhelfen! Ihr wart doch früher schon Darks Sklaven, stimmt's? Warum kommt ihr nicht zurück? Ruhe! Wir waren niemals seine Sklaven! Er hat recht, wir hatten uns freiwillig dazu entschieden! Genau wie bei Sharp. Auch er entschied sich dazu aus eigenem Antrieb. Dieser Sharp war der, der euch sitzen gelassen hat, oder? Aber was hast du gerade gesagt?
Ihr Arm, erst werdet ihr von Zeus platt gemacht und dann macht sich auch noch Schab aus dem Staub. Das ist herzerreißend, nicht wahr? Er betrügt euch und jetzt schaut, was aus euch geworden ist. Was? Das könnt ihr euch jetzt ärgern. Da könnt ihr euch jetzt ärgern, bis euch die... Was? Hutschnur? Platz? Die Wut macht euch stärker, dann werdet ihr wie wir. Wie ihr werden? Könnt ihr nicht meinen Herzschlag hören? Könnt ihr nicht den Puls in meinem Adern pochen hören? Mit jedem Schlag will er stärker werden. Stärker, stärker und noch stärker. In euren Venen fließt dasselbe Blut, japanisches Blut. Ihr wollt stark sein? Stärker als alle anderen? Selbst als Schab? Stärker als Schab? Ihr würdet alles machen, um stärker zu werden. Selbst eure Seelen würdet ihr verkaufen, richtig? Richtig? Also dann, das nächste Mal, wenn ich sie sehe, erwarte ich positive Nachrichten. Oh, endlich ist alles perfekt vorbereitet. Ich warte auf dich, Schab. Komm und hol mich, Schlampe. Kapitel 5. Alte Widersacher, Hillman vs. Dark. Meine Fresse, ich bin Part 32, ich bin schon Kapitel 5, ich bin schnell. Muss man sagen, ich bin echt schnell. Oh, wer war das? Wer hat das getan? Hahaha, Wolzeit, was hast du denn so auf deinem Bauch? Jemand hat ein riesiges Gesicht auf deinem Bauch gemalt. Das war bestimmt Scotty. Ich habe meine Augen nur für ein paar Sekunden geschlossen. Hehe, er steht dir sehr gut. Hör auf zum rumzuhüpfen, der Bauch schwabbelt und so und hahaha. Aber Kevin, was ist das da denn für ein Zettel auf deinem Rücken? Hä? Dumpfbacke, ehehe. Du kleine Missgeburt. Wenn ich dich in die Finger kriege. Hehehe. Scotty, wenn das nicht sofort aufhört, dann schicken wir dich zurück zu Pearl State Definity. Jetzt haben wir tatsächlich jemanden gefunden, der sogar noch mehr Radau hier im Bus macht. Unfassbar. Hehe, aber echt, wenigstens macht das die Busfahrt ein bisschen lustiger, stimmt's? Übrigens, ich frage mich, warum Epsilon verschwand, bevor das Spiel vorbei war. Ich weiß es nicht, aber es zeigt uns, dass sie irgendwo einen Unterschlupf haben, in den sie sich zurückziehen können. Vielleicht sollte ich meinen Vater fragen, ob er ein paar Nachforschungen betreiben kann. Das ist eine gute Idee. Danke, Enelli. Seit wir Jimmy Storm besiegt haben, zerstört Alias mehr Schulen denn je. Ruhe, alle zusammen. Unser nächster Gegner steht fest. Unser nächster Gegner? Hat Epsilon einen weiteren Angriff angekündigt? Also ich glaube, die spricht mal weiblich. Die Geschäftsführer hat heute Morgen eine Botschaft empfangen. Okay, das klingt ein bisschen nuttig. Sharp! Was ist los? Nichts. Lass uns jetzt das Video anschauen. Lange nicht gesehen, Raimon Elf. Habt ihr mich vermisst? Hey, Dark? Aber sollte der nicht im Gefängnis sein? Dark! Alice hat mir die Kraft gegeben, wiederzukommen und endlich meine Rache vollzuenden. Ich werde in Ehime auf euch warten. Und diesmal habe ich ein neues Team, um euch zu besiegen. Die Royal Academy Redux. Ich warte auf dich, Schab. Ich bin mir sicher, dass du gerade zuschaust, stimmt's? Extra deinetwegen habe ich für die angesetzt einiger Spezialgäste gesorgt. Royal Academy Redux? Er hat Alice erwähnt, ob es zwischen ihm und die Alice Academy eine Verbindung gibt? Ohne Zweifel. Man hat in einem schwarzen Fußball an dem Ort gewohnt, wo Redux ausgebrochen ist. Er gibt einfach nicht auf. Schab, alles in Ordnung? Du bist so ruhig. Das passt gar nicht zu dir. Moment, ich komme da nicht ganz mit. War dieser Redux der Vizepräsident der Junior High School Fußballverbandes? Ja, und er war auch der Trainer der Royal Academy, meiner ehemaligen Mannschaft. Was ist zwischen dir und Redux passiert? Er war zu jeder Schandtat bereit, solange es ihm nun zum Sieg verhalf. Und er ist auch für die Herstellung des Wassers, der Götter, verantwortlich. Es gibt normale Menschen, gottähnliche Kräfte.
Zeus Junior High. Ach, wir sehen uns im nächsten Part, das passt jetzt genau.